So, hallo in die Runde. Stellt euch dafür jetzt erstmal so hin, wie es für euch angenehm ist. Füße, Beine sind leicht geöffnet. Bringt die Hände erstmal vor der Brust zusammen. Und atmet ein, öffnet die Arme über die Seite, richtet euch nach oben auf. Und ausatmen, Hände wieder vor die Brust tief. Nochmal mit der Atmung über die Seite heben. Und mit der Ausatmung wieder Hände tief. Ein letztes Mal mit der Atmung. Mit der Einatmung öffnet ihr jetzt über vorne die Fingerspitzen. Zieht sie nach hinten, richtet euch so ein bisschen auf. Mit der Ausatmung hinten Handrücken zusammen. Leichte Beuge tief. Finger versetzt. Atmet ein, zieht die Arme vom Körper weg. Bauch einziehen, Po fest. Beine gebeugt, langer Rücken. Ausatmen, sinkt nach unten tief. Löst die Hände. Über vorne einatmen, richtet euch auf. Und ausatmen, Hände wieder vor der Brust zusammen. Über vorne, Daumen zeigen hoch, öffnet die Fingerspitzen, richtet euch auf. Ausatmen, Handrücken zusammen, leichte Beuge tief. Finger versetzt, einatmen, zieht die Schultern vom Körper weg, Bauch einziehen, Po fest. Und gebeugte Beine, langer Rücken, sinkt mit der Ausatmung tief. Wieder lösen, einatmen, wieder vorne heben. Und ausatmen, wieder Hände vor der Brust zusammen. Zweimal noch mit der Atmung. Atmet ein, richtet euch auf. Atmet aus, Handrücken wieder zusammen. Leichte Beuge tief. Finger versetzt, einatmen, zieht die Schultern, Arme vom Körper weg. Bauch einziehen, Po fest. Beine gebeugt, langer Rücken, ausatmen, sinkt wieder tief. Kopfnacken ist locker. Löst wieder. Letztes Mal einatmen, richtet euch auf. Ausatmen, Hände wieder vor der Brust zusammen. Über vorne, die Daumen zeigen hoch. Atmet ein, zieht die Fingerspitzen zurück. Atmet aus, Handrücken zusammen, leichte Beuge tief. Finger versetzt, einatmen, zieht die Schultern, Arme vom Körper weg. Bauch einziehen, Po fest. Und gebeugte Beine, langer Rücken, ausatmen, sinkt unten tief. Löst die Hände. Atmet ein, richtet euch wieder auf. Mit der Ausatmung öffnet ihr die Arme nach außen. Arme so ein bisschen am Körper tief. Fangt langsam an mit der Einatmung nur die Schultern nach oben und mit der Ausatmung nach hinten weg zu kreisen. Jeder in seinem Atemtempo. Füße, Beine sind leicht geöffnet, Bauch so ein bisschen eingezogen, der Po ist fest. Noch zwei Kreise. Letztes Mal. Und lass dann die Schultern, Arme so ein bisschen tief gezogen. Während die Schultern, Arme ganz sanft tief sind, neigt der Kopf sich auf eine Seite, als wenn das Ohr so ein bisschen Richtung Schulter möchte. Langsam rüber auf die andere Seite, auch hier die Schultern sanft tief. Über vorne zieht das Kinn leicht zur Brust, wechselt dadurch wieder die Seite. Noch einmal wieder Kinn leicht zur Brust. Jede Seite noch einmal, wieder langsam wechseln. Und ein letztes Mal. Über unten, den Blick wieder normal heben, richtet euch auf. Atmet ein, über die Seite. Ausatmen, Hände wieder vor die Brust tief. Nochmal einatmen, öffnen. Ausatmen, wieder tief. Und ein letztes Mal. Hände vor der Brust. Ellbogen sind leicht außen, Schultern sind tief. Wir heben ein Bein vom Boden an, atmet ein. Mit der Ausatmung löst die Arme und Bein.
Mit der Einatmung leichten Druck gegen die Handflächen, Seite wechseln. Und mit der Ausatmung wieder so ein bisschen lösen. Immer wenn ihr einatmet, zieht ihr das Knie hoch. Und wenn ihr ausatmet, wieder leicht lösen. Gibt so ein bisschen Druck gegen die Handflächen, wer mag. Jede Seite noch einmal. Wir werden ein bisschen größer in der Bewegung. Wir rotieren, wenn das Knie sich hebt. Ganz sanft mit dem Körper, mit den Armen auch zu der Seite rüber. Ausatmen, wieder lösen. Seite wechseln. Erst heben, Gleichgewicht halten, langsam zu der Seite rüber rotieren. Und mit der Ausatmung wieder unten lösen. Jeder auch hier in seinem Atemtempo. Wenn es zu wackelig ist, macht das Ganze so ein bisschen mit geöffneten Armen. Dass ihr trotzdem euch immer hebt und senkt. Oder weiter in Hände vor der Brust und zur Seite rotiert. Jede Seite auch hier noch einmal. Letztes Mal. Füße wieder fest, atmet ein, richtet euch nach oben auf. Und mit der Ausatmung Arme über die Seite wieder langsam sinken lassen. Wir öffnen die Arme auf Schulterhöhe, Schultern, Arme aber locker. Wir rotieren in der Beinseite, öffnet die Hüfte, stellt die Fußspitze auf, rotiert nach innen. Bleibt auf der Seite. Hüfte öffnen und Hüfte ein bisschen nach innen rotieren. Mit der Einatmung heben und mit der Ausatmung sanft rotieren. Öffnet die Hüfte, Standbein aber aktiv, spannt den Po an. Ein letztes Mal. Einmal Knie oben halten. Vorne die Fußspitze aufsetzen. Und langsam zur Seite. Parallel wieder lösen. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, wieder auslösen. Wir wechseln die Seite. Bringt die Arme wieder auf Schulterhöhe. Anderes Knie über vorne, die Hüfte öffnen. Rotiert nach außen. Setzt die Fußspitze ab, rotiert nach innen. Jeder auch hier in seinem Tempo. Immer das Knie außen mit der Hüfte so ein bisschen öffnen. Und dann auch sanft wieder nach innen rotieren. Weit heben. Standbein ist aktiv. Ein letztes Mal. Auch hier Knie einmal kurz heben und ausatmen, vorne absetzen. Noch einmal jetzt heben und jetzt parallel wieder. Atmet ein, zieht die Arme über vorne hoch. Langer Rücken, Beine sind gebeugt, ausatmen, sinkt nach unten tief. Mit der Einatmung Rücken lang strecken, ob Beine gebeugt oder gestreckt, jeder so wie er mag. Und ausatmen, ganze Vorbeuge lösen, Beine gestreckt oder gebeugt. Wir bringen die Füße zurück, schieben uns mit der Einatmung in den Hund. Steißbein ist der höchste Punkt. Ausatmen, ruhig über die Knie, Ellbogen schön eng am Körper, in die Bauchlage tief. Füße lang strecken, einatmen, kleine Kobra, zieht die Schultern zurück, Ellbogen schön eng. Ausatmen, Fußspitzen aufsetzen, zurücksetzen. Einatmen, vier Fuß. Ausatmen, in den Hund zurück. Von dort aus bewegt den Körper so, wie es angenehm ist. Eine Ferse vielleicht tiefer, ein Bein mehr beugen und strecken.
Vielleicht den Blick ein bisschen rechts und links unter die Arme. Bringt die Beine zur Ruhe und setzt langsam die Knie am Boden auf. Öffnet die Knie ein bisschen und löst den Körper mit den Armen, so wie es angenehm ist. Richtet euch dann langsam wieder auf. Setzt die Unterarme jetzt am Boden auf. Nutzt die Unterarme, dass die Schultern nicht durchhängen, sondern dass ihr euch so ein bisschen aufrichtet. Während das linke Knie aufgesetzt ist, streckt das rechte Bein nach hinten raus. Linke Fußspitze, so wie ihr wollt. Rechte Fußspitze ist aufgestellt. Mit der Einatmung schiebt langgestrecktes Bein nach oben, nutzt die Unterarme. Und mit der Ausatmung kurz über dem Boden halten. Einatmen, langsam das Bein heben. Ausatmen, kurz über dem Boden halten. Nochmal. Zweimal noch mit der Atmung. Und ein letztes Mal. Setzt dann langsam das Knie auf. Wechselt die Beinseite, linkes Bein zurück, auch hier auf die Fußspitze aufgestellt. Nutzt wieder die Unterarme, Schultern, Arme aktiv. Mit der Einatmung linke Fußspitze nach unten gezogen, atmet ein, streckt das Bein. Ausatmen, kurz über dem Boden halten. Einatmen, aktiviert auch die Unterarme. Ausatmen, wieder kurz über dem Boden. Kopf ist immer noch aktiv, Blick gerade nach unten. Einmal noch mit der Atmung heben. Und mit der Ausatmung setzt auch hier wieder auf. Stellt die Hände jetzt unter den Schultern auf. Füße, Beine sind leicht geöffnet. Fangt an, den Körper kreisend über die eine Seite zur anderen Seite rüber zu bewegen. Schultern, Hüfte. Wechselt ruhig nochmal die Richtung. Noch zwei Kreise. Bringt dann den Körper wieder zur Ruhe. Lasst die Hände unter den Schultern aufgestellt. Das rechte Knie mit der Einatmung hinten heben, sodass die Fußfläche nach oben zeigt. Mit der Ausatmung über die Seite das Knie langsam sinken lassen, kurz über dem Boden halten. Einatmen, gewinkelt, schiebt die Decke hoch. Ausatmen über die Seite, zieht ihr das Knie vor, bevor ihr es dann langsam wieder senkt. Kurz über dem Boden halten. Jeder in seinem Atemtempo. Nutzt auch hier die Arme, dass ihr nicht durchhängt. Aktiviert den Körper. Versucht weit das Knie zu heben. Aber auch über die Seite, bevor ihr es wieder sinkt. Noch zweimal mit der Atmung. Ein letztes Mal. Wechselt dann auch hier die Beinseite. Mit der Einatmung angewinkeltes Bein heben. Über die Seite weit das Knie nach vorne bringen, bevor es dann kurz über dem Boden unten haltet. Einatmen, gebeugt hoch. Ausatmen, zieht das Knie weit nach vorne, bevor es dann langsam wieder senkt. Jeder auch hier in seinem Atemtempo. Versucht nicht zu sehr durchzuhängen. Aktiviert den Körper.
Noch zweimal mit der Atmung. Und jeder für sich noch einmal. Öffnet auch hier die Knie, löst Arme, Körper, so wie es angenehm ist. Richtet euch langsam wieder auf und kommt wieder in den Vierfußstand. Hände wieder aufgestellt, hinten die Fußspitzen. Schiebt euch wieder zurück in den Hund. Steißbein höchster Punkt. Kommt jetzt rechts, links mit dem Bein nach vorne. Ob mit Knie absetzen oder ohne, jeder so, wie es geht. Atmet ein, streckt den Rücken lang, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge lösen. Über die Seite, atmet ein, richtet euch auf. Und ausatmen, wieder nach vorne tief sinken lassen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Kommt wieder zurück. Schiebt euch mit der Einatmung in den Hund, Steißbein höchster Punkt. Und ausatmen, wieder in die Bauchlage tief sinken lassen. Füße lang, Ellbogen eng. Einatmen, wieder kleine Kobra. Mit der Ausatmung direkt wieder in den Hund. Einatmen, links, rechts, jetzt nach vorne kommen. Ob mit Knie aufsetzen oder ohne. Atmet ein, streckt den Rücken lang. Ausatmen, ganze Vorbeuge wieder lösen. Leicht gebeugt, über die Seite einatmen, aufrichten. Und ausatmen, wieder ganz nach unten tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Kommt wieder zurück. Schiebt euch einatmend in den Hund. Und ausatmen, Bauchlage wieder tief. Füße lang, einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, direkt in den Hund schieben. Kommt rechts, links nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, ganze Vorbeuge. Über die Seite einatmen, aufrichten. Und ausatmen, wieder unten tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganz lang. Kommt wieder zurück. Einatmen, Hund. Ausatmen, Bauchlage. Einatmen, kleine Kobra. Und ausatmen, wieder zurück in den Hund. Kommt links, rechts nach vorne. Atmet ein, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, wieder ganz leicht gebeugt. Über die Seite einatmen, kommt in den Stand. Mit der Ausatmung führen wir die Hände vor die Brust. Wir machen mit rechts einen Schritt, sinken nach unten tief, einatmen mittig, Arme ziehen hoch, ausatmen zur anderen Seite tief in die Beuge, Hände vor die Brust, einatmen wieder mittig, ob mit zwischendurch absetzen oder ohne, jeder so wie es geht. Immer wenn wir einatmen, richten wir uns auf. Wenn wir ausatmen, sinken wir auf einer Seite tief. Nochmal aktiv, Bauch einziehen, Po fest. Und wieder langsam nach unten sinken. Jede Seite jetzt noch einmal.
Jetzt mit der Einatmung noch einmal mittig. Sucht euch dann eine Seite aus. Sinkt dort tief. Und zwar so, dass die Fußspitzen ein bisschen nach außen zeigen. Und Körpermitte sinkt nach unten. Öffnet die Arme. Atmet ein, nur mit den Armen. Ausatmen, Hände vor die Brust. Wir sinken ein kleines bisschen tiefer. Bleibt tief, atmet wieder ein, öffnet. Nach oben die Arme. Ausatmen, wieder tief. Noch einmal. Beine fest, aktiv. Nur die Hände ab. Zweimal noch Mitte atmen. Versucht schön fest zu bleiben. Körpermitte ist tief. Fußspitzen rechts, links, immer noch sichtbar. Jetzt mit der Einatmung wieder heben. Richtet euch wieder auf. Und sinkt mit der Ausatmung auf eine Seite tief. Füße, Beine fest. Kopf aktiv. Wechselt langsam auf die andere Seite. Auch hier oberer Arm ganz lang gezogen. Tief ein und aus. Jede Seite nochmal. Oberer Arm zieht in die Länge. Letztes Mal. Einatmen, beide Arme heben. Hände wieder vor die Brust, atmet aus, sinkt wieder in die Beuge tief. Haltet. Schultern sind entspannt. Ganz kleine Hoch-Tief-Bewegungen aus der Körpermitte. Einatmen, so ein bisschen heben. Ausatmen, Körpermitte tief sinken. Auch hier setzt den Körper nach unten. Noch zweimal tief ein und aus. Mit der Einatmung heben, kommt wieder zur Mitte. Bringt die Hände zusammen. Finger versetzt. Schiebt mit der Ausatmung den Körper rüber. Füße, Beine sind geschlossen. Po ein bisschen angespannt, Bauch eingezogen. Tief ein- und ausatmen. Über die Mitte einatmen. Und ausatmen zur anderen Seite. Auch hier Kopf aktiv. Po fest, Bauch ein bisschen einziehen. Tief ein- und ausatmen. Einatmen, heben, Handflächen nochmal hoch. Mit der Ausatmung, leichte Beuge, ziehen wir die Handflächen nach vorne. Schiebt den Kopf so ein bisschen zwischen die Arme, öffnet die Schulterblätter. Einatmen, wieder über oben heben, Bauch einziehen, Po fest. Und ausatmen, wieder leichte Beuge, öffnet die Schulterblätter. Letztes Mal. Über vorne einatmen, richtet euch auf. Sinkt mit der Ausatmung ganz nach unten tief, löst die Hände. Rechtes Bein mit der Einatmung weit hinten absetzen, sodass das Knie Richtung Boden sinkt. Ausatmen, links dazu, schiebt euch in den Hund, Steißbein höchster Punkt. Einatmen, Yoga-Liegestütz, eine Linie halten. Ausatmen, über die Knie oder ganz langsam ablegen. Füße lang, einatmen, kleine Cobra. Löst dabei die Hände. Und ausatmen, direkt wieder in den Hund zurückschieben.
Einatmen, rechtes Bein heben. Ausatmen, großen Schritt vor. Mit der Einatmung kommt links jetzt nach vorne. Streckt den Rücken lang. Und lasst mit der Ausatmung unten wieder los. Bein ruhig locker. Über die Seite einatmen, aufrichten. Und ausatmen, wieder ganz nach unten tief. Linkes Knie weit hinten absetzen. Atmet ein. Atmet aus, rechts dazu, schiebt euch wieder in den Hund. Einatmen, Yoga-Liegestütz. Ausatmen, über die Knie oder ganz ablehnen. Füße lang, einatmen, kleine Kobra. Löst die Hände. Und schiebt euch mit der Ausatmung wieder zurück in den Hund. Einatmen, linkes Bein heben. Ausatmen, Schritt nach vorne. Einatmen, rechts dazu, streckt den Rücken, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, ganze Vorbeuge lösen. Über die Seite einatmen. Jede Seite noch einmal, ausatmen, wieder tief. Rechtes Knie weit zurück, atmet ein. Atmet aus, links dazu, schiebt euch in den Hund. Einatmen, Yoga-Liegestütz. Über die Knie oder ganz ausatmen, ablegen. Füße lang, einatmen, kleine Kobra. Löst die Hände. Und schiebt euch mit der Ausatmung wieder zurück in den Hund. Einatmen, rechtes Bein heben. Ausatmen, Schritt vor. Einatmen links dazu, schiebt euch und ausatmen lösen. Einatmen aufrichten und ausatmen wieder tief. Einatmen linkes Knie weit zurück. Ausatmen rechts dazu in den Hund. Einatmen Yoga-Liegestütz. Über die Knie oder ganz langsam ablegen. Füße lang, einatmen, kleine Kobra, löst die Hände. Ausatmen, wieder zurück in den Hund schieben. Einatmen, linkes Bein heben. Ausatmen, Schritt vor. Einatmen, rechts dazu, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, ganze Vorbeuge lösen. Über die Seite atmen wir ein. Mit der Ausatmung wieder ganz nach unten tief. Rechts Bein weit hinten absetzen, richtet den Fuß vorne links aus. Rechtes Bein heben, rechte Hand ist außen. Atmet ein, öffnet den linken Arm. Ausatmen, linke Hand kommt mit auf die rechte Seite, rechte Hüfte sinkt tief. Einatmen, wieder heben, linken Arm, rechtes Bein aktiv. Ausatmen, wieder absetzen, Hüfte tief. Noch einmal, öffnet, vorne Bein immer noch gebeugt. Ausatmen, Hüfte. Einatmen, nochmal heben. Ausatmen, mit auf die linke Seite. Links zurück, atmet nochmal tief ein. Ausatmen, Bauchlage wieder tief. Füße lang, einatmen, kleine Kobra, löst die Hände. Ausatmen, schiebt euch nochmal zurück in den Hund. Einatmen, rechtes Bein heben. Ausatmen, Schritt vor. Links dazu, atmet ein, streckt den Rücken. Ausatmen, wieder lösen. Über die Seite einatmen, aufrichten. Letztes Mal wechseln, ausatmen, wieder tief. Einatmen, links zurück, richtet euch aus. Linke Hand ein bisschen außen, streckt das linke Bein, atmet ein, öffnet den rechten Arm.
Atmet aus, rechte Hand mit auf die linke Seite, linke Hüfte schiebt tief. Einatmen, wieder heben. Linkes Bein aktiv, rechtes Bein fest. Ausatmen, absetzen, Hüfte sinken ein bisschen tief. Nochmal. Mit der nächsten Einatmung nochmal heben. Ausatmen, rechte Hand kommt mit auf die rechte Seite. Rechter Fuß zurück, atmet ein, schiebt euch in den Hund. Atmet aus, Bauchlage wieder tief. Füße lang, einatmen, kleine Kobra, löst die Hände. Und schiebt euch mit der Ausatmung noch einmal in den Hund. Linkes Bein heben, atmet ein. Atmet aus, Schritt vor. Einatmen, rechts dazu. Halbe Vorbeuge. Und mit der Ausatmung, ganze Vorbeuge, mit Beine gebeugt. Alles so lösen, wie es angenehm ist. Beide Beine sind leicht gebeugt. Wir umfassen mit den Händen die Fußgelenke. Kopfnacken ist locker. Rechtes Bein strecken, rechter Arm hebt sich, atmet ein, schaut der Hand hinterher, wenn möglich. Ansonsten weiter einen Blick nach unten oder in Verlängerung. Atmet aus, sinkt tief, beide Beine wieder gebeugt. Einatmen, linkes Bein strecken, Arm öffnet sich. Und ausatmen, wieder unten lösen. Immer wenn ihr einatmet, streckt ihr ein Bein. Öffnet dort den Arm und mit der Ausatmung wieder unten lösen. Wenn ihr ganz am Boden rankommt, könnt ihr natürlich auch die Hände tief haben. Wenn ihr ein bisschen weiter oben fasst, ist das auch okay. Jeder so, wie es geht. Jede Seite ruhig noch einmal. Kommt dann mit den Füßen wieder zurück, schiebt euch mit der Einatmung in den Hund, Steißbein höchster Punkt. Setzt mit der Ausatmung die Knie ab, löst euch nach hinten, Knie, Beine leicht geöffnet, Arme nach vorne. Kommt mit den Händen, mit dem Körper auf die rechte Seite, löst dort so, wie es angenehm ist. Wechselt dann nochmal rüber auf die linke Seite. Löst auch dort, so wie es angenehm ist. Und wieder zur Mitte. Schiebt euch zurück in den Hund. Rechtes Bein jetzt mit der Einatmung heben. Mit der Ausatmung zieht ihr das Knie zum Körper, Nase Richtung Knie, linkes Bein aktiv, Arme fest, einatmen, nach oben rausschieben, ausatmen, macht euch so ein bisschen klein, einatmen, wieder hoch zur Decke, ausatmen, linker Fuß kommt so hoch wie es geht auf den Zeh, macht euch wieder klein. Noch zweimal. Und ein letztes Mal. Einatmen, noch einmal hoch zur Decke heben. Ausatmen, setzt das Knie rechts, so ein bisschen zur rechten Hand ab. Während der rechte Fuß ein bisschen nach links geht. Setzt das linke Knie ab, streckt die linke Fußspitze lang, schiebt die Körpermitte nach unten, richtet euch auf. Und lasst mit der Ausatmung den Körper unten los.
ob vielleicht Hände als Paket oder lang. Jeder so, wie es geht. Oder Unterarme. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Richtet euch dann langsam wieder auf. Zieht die Schultern dabei tief. Und wenn möglich, winkelt ihr hinten die linke Ferse an und fasst mit der linken Hand den Fuß. Rotiert so ein bisschen zur linken Seite. Löst das Ganze. Dreibeiniger Hund. Rechtes Bein mit der Einatmung hoch zur Decke. Ausatmen, setzt ab. Und löst in der Bauchlage einmal kurz, so wie es angenehm ist. In der Bauchlage stellt ihr die Hände wieder neben den Körper auf. Atmet ein, kleine Kobra. Zehenspitzen aufsetzen, ausatmen, hinten wieder tief. Einatmen, vier Fuß. Und ausatmen, wieder zurück in den Hund schieben. Linkes Bein mit der Einatmung zur Decke heben. Ausatmen, rechtes Bein aktiv, zieht das linke Knie zum Körper, Nase Richtung Knie. Schiebt die Hände nach unten. Einatmen, hoch zur Decke strecken. Ausatmen, nutzt die Hände, link, rechter Fuß. Und einatmen, wieder weit heben. Ausatmen, macht euch wieder so ein bisschen rund. Rechter Fuß kommt weit auf den Zeh. Zweimal noch mit der Atmung. Letztes Mal. Einatmen, noch einmal heben. Ausatmen, setzt das Knie links so ein bisschen zur Hand ab, während der Fuß ein bisschen nach rechts geht. Bleibt aber noch gerade. Setzt das Knie auf, hinten den Spann lang strecken. Einatmen, aufrichten. Und mit der Ausatmung sinkt die Körpermitte wieder tief. Nutzt jetzt den Oberkörper, legt ihn so ab, wie es angenehm ist. Während ihr tief seid, atmet schön entspannt durch die Nase ein- und aus. Noch einmal ganz tief ein- und ausatmen. Mit der Einatmung langsam aufrichten. Wenn möglich, rechten Fuß anwinkeln, mit der rechten Hand fassen und so ein bisschen nach rechts weg öffnen. Nochmal tief ein- und ausatmen. Langsam Bein lösen, setzt die Hände auf. Linkes Bein schiebt hoch, dreibeiniger Hund, atmet ein. Atmet aus, Fuß aufsetzen, in die Bauchlage sinken lassen. Füße lang, einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, Fußspitzen aufstellen, setzt euch hinten tief. Einatmen, vier Fuß. Und ausatmen, noch einmal in den Hund.
Bewegt dort den Körper nochmal so, wie es angenehm ist. Bringt dann den Körper wieder zur Ruhe und jeder kommt auf seine Art und Weise in den Sitz, dass die Beine nach vorne kommen. Im Sitz setzt die Füße leicht auf, Beine gebeugt, umfasst die Beinrückseite, atmet ein, richtet euch auf, zieht die Schultern tief und atmet aus, kommt in die Rückenlage, so wie es angenehm ist. Einmal kurz Arme, Beine, kurz lösen. Zieht dann das rechte Knie mit den Händen Richtung Brust. Mit jeder Einatmung zieht das Bein sanft zum Körper und mit der Ausatmung immer wieder leicht lösen. Noch einmal. Fasst dann die Beinrückseite und streckt mit der Einatmung das Bein lang. Mit der Ausatmung wieder beugen. Wenn das Bein beim nächsten Mal gestreckt ist, haltet ihr da, wo ihr ankommt. Entweder gebeugt oder gestreckt, mit der rechten Hand das Bein fassen und zur rechten Seite öffnen, während der linke Arm außen entspannt am Boden ist. Mit der Einatmung heben, gebeugt oder gestreckt, mit der linken Hand fassen und über das linke Bein rüberziehen. Noch einmal gebeugt oder gestreckt zur Mitte und löst dann das Bein, so wie es angenehm ist, einmal Richtung Boden sinken lassen. Nehmt nochmal beide Beinseiten wahr. Atmet nochmal tief ein und aus. Und zieht dann angewinkelt das linke Knie mit den Händen zur Brust. Auch hier mit jeder weiteren Einatmung sanft ranziehen und mit der Ausatmung immer leicht lösen. Umfasst dann die Beinrückseite und streckt mit der Einatmung das Bein lang, mit der Ausatmung wieder leicht lösen. Einatmen, strecken, ausatmen, wieder lösen. Ein letztes Mal. Dann das Bein gestreckt halten, da wo ihr ankommt. Mit der linken Hand gefasst, gebeugt oder gestreckt, öffnet ihr das Bein zur linken Seite. Gebeugt oder gestreckt zur Mitte, mit der rechten Hand fassen und über das rechte Bein rüberlegen. Gebeugt oder gestreckt, wieder mittig. Und löst auch hier, setzt aber den Fuß am Boden auf. Rechter Fuß kommt dazu. Mit den Händen vielleicht die Füße noch ein bisschen mehr zum Gesäß ranziehen. Legt die Arme nach vorne am Boden ab. Und schiebt mit der Einatmung die Körpermitte nach oben. Während der Kopf am Boden ist, zieht das Kinn leicht zur Brust. Spannt Beine, Gesäß an. Mit der Ausatmung kurz über dem Boden halten. Einatmen, Körpermitte aktiv heben. Nutzt die Schultern, Arme. Ausatmen, kurz über dem Boden. Mit der nächsten Einatmung heben wir die Körpermitte und halten. Vielleicht nutzt ihr die Arme noch ein bisschen mehr. Auch die Fußinnenseiten sind fest am Boden. Spannt aktiv den Po an. Tief ein- und ausatmen.
Wer ein bisschen mehr möchte, falls ihr unten rankommt, könnt auch gerne die Zehenspitzen kurz aufstellen. Schiebt ihr die Hände unter den unteren Rücken, dass die Fingerspitzen außen oben sind. Und dann setzt ihr die Füße wieder fest auf. Die Daumen sind auch außen. So wie es geht. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Löst dann die Hände und sinkt mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel nach unten. Löst beide Füße, zieht mit den Händen die Knie ran, macht euch so ein bisschen klein. Während die Beine angewinkelt sind, kommen die Hände an den Kopf. Wir strecken mit der Einatmung das linke Bein nach vorne. Der linke Ellbogen rotiert zum rechten Knie. Ausatmen, wieder lösen. Einatmen, rechtes Bein strecken, rechter Ellbogen zum linken Knie. Und ausatmen, wieder kurz lösen. Jeder in seinem Atemtempo rotiert zur Seite. Ob jetzt mit ganz absetzen oder vielleicht kurz über dem Boden halten. Jeder so, wie es geht. Rotiert zur Seite, atmet ein. Atmet aus, immer wieder leicht lösen. Jede Seite auch hier noch einmal. Mit der Einatmung gerade aufrichten. Die Kniekehlen haben Luft. Ellbogen sind außen. Atmet, haltet. Tief ein- und ausatmen. Noch zweimal tief ein- und aus. Noch einmal weit aufrichten. Mit der Ausatmung langsam sinken lassen. Streckt die Arme hinter den Kopf, die Beine lang nach vorne raus. Die Beine wandern mit kleinen Schritten auf die rechte Seite. Wenn es nicht weitergeht, einfach da halten. Der Oberkörper folgt mit den Armen mit auf die rechte Seite. Löst aber hinter dem Kopf die Arme, sodass ihr seitlich wie in so einer Banane am Boden liegt. Die Rückseite aber immer noch fest am Boden. Tief ein- und ausatmen. Wechselt dann nochmal die Seite. Füße, Beine wandern auf die linke Seite. Danach folgen die Arme, der Körper neigt sich mit links rüber. Löst die Hände, Arme. Und atmet auch hier in die Seite tief ein und aus. Langsam wieder zur Mitte kommen. Streckt den ganzen Körper mal rechts sowie links lang raus. Hand- und Fußgelenke ein bisschen bewegen. Und mit den Händen beide Knie nochmal ranziehen. Hände auf die Knie legen. Und die Beine mit kleinen Kreisen anfangen, zum Körper, vom Körper weg zu bewegen. Werdet mit den Kreisen immer größer. Noch ein Kreis. Dann nochmal die Richtung wechseln. Auch hier mit kleinen Bewegungen anfangen. Und immer größer und größer werden. Letzten Kreis. Öffnet dann die Hüfte, die Knie gehen nach außen, Fußflächen zusammen, mit den Händen die Fußgelenke fassen. Mit der Einatmung richtet der Oberkörper sich auf, dass die Schultern sich vom Boden lösen.
Mit oder ohne Festhalten bringen wir die Beine in eine Grätsche. Mit der Ausatmung, mit oder ohne Festhalten, wieder Fußflächen zusammen. Oberkörper ist aktiv. Nochmal einatmen. In die Grätsche kommen. Ausatmen. Wieder Fußflächen. Mit der Einatmung in der Grätsche halten. Den Oberkörper absetzen. Hände, Arme, so wie es am angenehmsten ist, die Grätsche zu halten. Tief ein- und ausatmen dabei. Oben langsam mit der Einatmung die Beine schließen, gestreckt. Mit der Ausatmung richtet der Oberkörper sich auf und die Beine sinken, wenn möglich, langsam gestreckt bis kurz über dem Boden. Dort nochmal kurz halten. Atmet ein, richtet den Oberkörper auf. Haltet. Tief ein- und ausatmen. Schultern tief. Letztes Mal. Langsam Beine sinken lassen. Arme, Oberkörper so lösen, wie es angenehm ist. Wer mag, schließt nochmal die Augen und atmet mal ganz bewusst durch die Nase ein und aus. Lass die Arme ruhig geöffnet mit den Handrücken am Boden. Stellt die Füße auf. Und lass beide Knie mal auf eine Seite rüber sinken. Wer mag, Blick entgegengesetzt, vielleicht auch die rechte Hand nutzen. Langsam die Seite nochmal wechseln. Auch hier Füße, Knie übereinander. Wer mag, Blick entgegengenutzt. Auch die linke Hand vielleicht nutzen. Langsam wieder zur Mitte. Mit beiden Händen nochmal umfassen. Macht euch so ein bisschen klein. Setzt nochmal ab. Lasst nochmal so locker, wie es angenehm ist. Und jeder kommt auf seine Art und Weise jetzt hoch in den Sitz. Im Sitz nochmal so hinsetzen, dass man aufrecht ist, ob Beine langgestreckt, geöffnet oder im Schneidersitz. Bringt die Hände nochmal vor der Brust zusammen, schließt nochmal die Augen oder sucht euch einen Punkt am Boden. Kinn ist leicht zur Brust gezogen. Und atmet nochmal ein, öffnet die Arme über die Seite, richtet euch auf. Atmet aus, Hände wieder vor die Brust tief. Einatmen, über die Seite heben, aufrichten. Und ausatmen, wieder tief. Und ein letztes Mal mit der Atmung heben. Und mit der Ausatmung alles so lösen, wie es angenehm ist. Richtet euch langsam wieder auf. Bis zum nächsten Mal. Irgendwo, wie auch immer. Tschüss.